Mich macht glücklich, dass ich im Hier und Jetzt lebe. Wenn ich Sport mache, dann Fußball. Im Erkrather Stadtteil St. Heide leben ca. 7.500 Menschen. Sie alle haben verschiedene Vorstellungen vom Leben und unterschiedliche Stärken. Und dennoch werden diese 7.500 Menschen oftmals in eine Schublade gesteckt. In eine Schublade mit der Aufschrift, die sind doch eh alle gleich. Unsere Demokratie ist von der Idee geprägt, dass alle Menschen gleichwertig sind. Wenn nun unterschiedliche Menschen in eine Schublade gesteckt werden, oftmals aufgrund vermuteter Gemeinsamkeiten, dann ist das der Anfang davon, ihnen ihre Gleichwertigkeit und Einzigartigkeit abzuerkennen. Zum Beispiel durch rassistische Vorurteile. Die Vorurteile haben schwerwiegende Folgen. Die Menschen, die es trifft, haben weniger Möglichkeiten auf ein gleichberechtigtes Leben. Um das zu vermeiden, sollten wir alle für Gleichwertigkeit einstehen. Wenn ich sage, dass ich in der St. Heide wohne, entgegnen mir die meisten Menschen mit Ablehnung. Das äußert sich dadurch, dass ein anderes Gesprächsthema gesucht wird, Mimik und Gestik sich ändert oder dass distanzierte Antworten kommen, wie zum Beispiel ein Aha, sowas halt. Wenn ich sage, dass ich in der St. Heide wohne, beginnen sie mir die Menschen unterschiedlich. Manche sind schockiert und fragen sie mich, wie kommst du mit dieser Höhe Kriminalität zurecht? Und manche reagieren auch positiv, dass es in St. Heide sehr schöne Einkaufsmöglichkeiten gibt, schöne Kinderspielplätze. Wenn Menschen erfahren, dass ich in der St. Heide wohne, reagieren sie eher etwas schockiert, denn sie denken vielleicht, dass es als Problemviertel gilt. Und das stimmt gar nicht, denn die Menschen dort sind wirklich sehr freundlich. Menschen begegnen mir hauptsächlich erstmal mit negativen Feedbacks, wie das ist ein sozialer Brennpunkt, da wohnen viele Ausländer, viele Hochhäuser, da wird gestohlen, viel zerstört. Ich erlebe das aber ganz anders. Ich wohne jetzt seit 15 Jahren hier oder wir wohnen seit 15 Jahren hier und ich fühle mich total wohl und kann das überhaupt nicht bestätigen. Also in der St. Heide sind mir noch keine Menschen mit Ablehnung begegnet. Die Menschen sind mit mir Ablehnung begegnet, als ich mal einmal einkaufen war. Und ich habe aus versehentlich einen Mensch angerempelt. Und obwohl ich mich entschuldigt habe, er hat mir gesagt, typisch Ausländer. Und es hat wehgetan. Also wenn ich irgendwo hingehe, die abschätzenden Blicke, merke ich das. Für einen wertschätzenden Umgang miteinander braucht man Offenheit, Verständnis, Dialoge und für Probleme sachliche Lösungen zu finden. Ich denke, um mit anderen wertschätzend umgehen zu können, ist es wichtig, dass ich mich selber wertschätze. Wenn ich Respekt und Achtung habe vor dem, was ich kann und was ich schon erreicht habe, dann kann ich auch dem anderen gegenüber freundlich und neugierig entgegentreten. Meiner Meinung nach muss für einen wertschätzenden Umgang miteinander der Mensch als Maßstab genommen werden. Und für ein friedliches Zusammenleben dürfen die Religion oder die Herkunft keine entscheidende Rolle spielen. Für einen wertschätzenden Umgang miteinander braucht es in jedem Fall Toleranz. Toleranz für andere Religionen, Toleranz für andere Herkunftsländer und Toleranz für andere Lebensweisen einfach. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, um ein gutes Zusammenleben zu haben. Wir sind verschieden, aber gleichwertig. Ich bin ich